Moin, so meine Freunde des gepflegten Innensports. Heute habe ich mal was ganz Besonderes für euch. Und zwar sind ja ein paar gewisse Champions im Jungle gebufft worden. Ja, und da wollen wir heute direkt mal ein bisschen ausprobieren, wie sich das denn so anfühlt. Wir haben jetzt hier als erstes unseren Kollegen Zed am Start. Ich weiß noch nicht, ob es funktionieren wird, wie es funktionieren wird, aber gucken wir einfach mal. Hoffe, ihr habt Spaß und ich im besten Fall auch, ne? Let's go. So, genauer gesagt ist die Passive gebufft worden, mit der man extra Damage unter 50% Leben macht. Fühlt sich jetzt noch nicht so insane an, muss ich sagen. Ja, guck mal, da heile ich mich doch fast gegen. Ja, guck mal, Raptoren kann man auf jeden Fall easy machen. Schön mit dem E. Es ist auch schon wirklich lange her, dass ich das letzte Mal Zed gespielt habe. Ich bin ehrlich mit euch. Kann man da reingehen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ja, doch easy. Ja, das hat schon mal echt gut funktioniert an der Stelle, muss ich sagen. Okay, ich muss auf jeden Fall erst mal meine... Ah, gut. Oh ja, doch, 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 doch. Da bin ich aber drin. Da bin ich aber drin, nie drin. Na, aber wie ich da drin bin! War schon ja filigran gespielt von mir. Komm, wir gehen Botlane, wir brauchen keine Ult. Go, 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 go. Nein, da! Ich renne einfach nur. Ja, Flash Heal, wunderbar. Ult auch raus. Ich hab gleich Ult. Ihr habt doch bestimmt vergessen, dass ich hier bin, oder? Meint ihr? Also, wenn ich nicht der beste Set auf diesem Platz. Ja, meine lieben Z-Mains, ich weiß, bei euch cringe jetzt schon wieder die Hose weg, während ich Z spiele. Bitte habt Erbarmen. Ich habe den Champ bestimmt 3 Jahre nicht mehr angefasst. Es ist nur eine Case Study, ja? Es geht hier nur ums Prinzip. Morgen. Schon wieder komplett outplayed, den Jungen. So, wir gehen wieder Bot. Ich hab alles ready. Let's fucking go, boys. Und Leroy! Na gut. Haben wir Ultimate? Wir haben Ultimate. Müssen wir ulten? Müssen wir ulten? Ach, wir brauchen auch gar keine Ult. Dann ist aber outplayed, der Junge. Er war jetzt aber. Er war jetzt aber sneaky. Ui, war gut reingescheppert. Oh. Ich komme. Mann, da wollte ich meinen Flash save. Die hat kein Ult. Natürlich hat sie kein Ult. Guck mal hier diven. Ich würde uns das schon sehen, muss ich sagen. Oh, hallo. Oh, Escape Johnson, MacMan 9000. Oh, das war. Ah, das war dann doch vielleicht ein Sprung zu viel. Ich warte hier auf Echo. Oh ja. Oh ja. Zu Daddy. Wieso kommt er nicht? Was ist denn jetzt bei ihm falsch? Go, 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 rein da. Ah! Lebe ich? Ich lebe. Ich muss ganz schnell raus hier. Ich muss hier ganz schnell raus. Jungs, ich muss hier weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Hey, wie war das? Nee, das spielen wir absolut gar nicht. Okay. Da habe ich jetzt aber auch eine Ult erwartet. Ja, schon Flash muss auch ulten. Der Gold keine Ult mehr, ne? Ich habe schon Bock, hier nochmal reinzufetzen. Oh, hallo.
Ja, gut. Das ist halt wieder so das Assassin-Phänomen, ne? Es ist halt sehr leicht, gefeedet zu werden als Assassin. Aber es ist halt nicht so leicht, damit das Game zu finishen. Ist halt für beide Parteien frustrierend. Der Gegner ist frustriert, weil er mich halt feedet und nichts dagegen machen kann. Und ich bin frustriert, obwohl ich gefeedet bin, ich nicht carryen kann. Jetzt beruhig dich mal, ja so. Ich mach grad Herald. Ganz ruhig hier, bitte. Oh. Ach so, ja gut. Problem gelöst. Ich krieg hier Panik und versuche noch wegzuulten. Dabei haben wir doch einen fucking Mordekaiser im Team. Ist doch alles egal. Wieder absolut clean gespielt. Weiß ich nicht, was ihr schon wieder von mir wollt. So, jetzt pushen wir schnell hier noch die Lane aus. Ja, Kennen brauchen wir nicht. Oh, Mitte wird schon wieder gefeiert. Na, da sehe ich mich doch auch. Ja, sehr gut, sehr gut. Nee, das... Ja, doch, doch, doch. Genau, jetzt der Yasuo. Und jetzt kommt Papa. Jetzt kommt... Der... Was soll denn das jetzt? Das hat jetzt schon wehgetan. Ah, mein Team braucht mich hier gar nicht. Oh, wobei, ich glaube, gegen Yasuo braucht ihr mich. Aber ihr habt mich nicht. Eieiei. Ah. Ich push dann hier mal weiter, ne? Wollt ihr Ende machen? Da kommt ja so, Alarm. Ich bin aber gleich da. Oh, jetzt wird's schwer. Oh, das wird schmerzhaft. Ja. Da durfte ich mich jetzt leider nicht bewegen. Aber das ist halt das, was ich meine. Als Assassin auf die 10 Kills zu kommen, ist sehr, sehr easy. Aber mit den 10 Kills dann auch das Game zu closen, ist nicht ganz so shit, nicht ganz so easy. So, komm, ich will jetzt einmal den Yasuo töten, aus Prinzip. Oh, Cutter. Der Echo noch ult? Der hat noch ult. Ich kann auch auf die Kaiser gehen, habe ich auch kein Problem mit. Junge, dieser scheiß Silent! Da sehe ich uns, da sehe ich uns. Ja, ja, ja. Er ist doch tot, oder? Komplett outplayed den Jungen schon wieder. Wirklich auf jeder Ebene. Einfach nur out fucking played. So, jetzt pushen wir hier. Ich hab schon wieder Ult ready. Der Yasuo ist noch 20 Sekunden tot. Ich hab schon wieder Ult ready. Das finde ich ein bisschen lustig. Oh, das war aber tatsächlich gar nicht so kacke gemacht, oder? Das war voll okay gespielt. Na gut, ja. Jungs, Yasuo lebt. Yasuo. Achtung. Aber ich habe wieder Ult, alles gut. Ach, ich habe gar keine Ult, never mind. Aber ich habe gleich Ult. Gehen wir da rein. Ja gut, so geht's natürlich auch. So. Ah, die Windball ist ja gar nicht groß. What the fuck? Aha. Jetzt haben wir natürlich leider keine Ult mehr für den Yasuo. Aber die ist ja in 15 Sekunden wieder ready. Wo ist der Yasuo? Der Yasuo ist der Einzige, der noch lebt. Aha! Du dreckiger KDA-Player. Lässt dein Team hier einfach sterben, oder was? Ja, ja, stabil, stabil. Oh, da ist er. Da ist der Kill. Und... Ja, denkt, der kann er mich catchen hier, oder was? Gehen wir da rein? Da gehen wir rein. Und da gehen wir raus! Mach ihn jetzt noch. Mordekaiser, wir lassen dir Zeit. Mordekaiser, jetzt hol ihn dir. Mordekaiser. Am Ende! Ah. Ich hätte sogar wieder Ult ready. Oh, meine Ult 23 Sekunden cool, Alter. What the fuck?
Wir haben einen Cloud-Rake. Na gut, Leute, GG. War jetzt, ja. Also, ZOTP bin ich nicht. Haben wir, glaube ich, alle gesehen. Ich würde jetzt sagen, insgesamt Z-Jungle, ja. Also, du willst halt eh nur den ganzen Tag ganken, aber ich glaube, Pre-6 ist das Gank-Setup jetzt nicht so geil. Dein Jungle-Clear ist jetzt auch nicht so geil. Ah. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das der krasse Next-Level-Pick ist, der bald LCS gespielt wird. Aber vielleicht habt ihr ihn ja schon ausprobiert. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch schon Talon, Mordekaiser, Darius oder welche Champs auch immer noch gebufft wurden, schon im Jungle gespielt. Da können wir ja mal gucken, wen wir als nächstes ausprobieren, ne? Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.